Herr Küppersbusch, was war schlecht vergangene Woche? Die TV-Sendung mit der Maus wird schon 50 Jahre. Und was wird besser in dieser? Die Zielgruppe lernt jetzt das Wort TV-Sendung. Die neue Führung der Linken redet vor allem über Auslandseinsätze und das Mitregieren. Ist das wirklich alles, was diese Partei zu bieten hat? Für Henning Welso beginnt der Auslandseinsatz schon kurz hinter Erfurt. Bei ihrem ersten Interview mit Thilo Jung stakste sie so ahnungslos und blind ins Minenfeld. Es gab Verletzte. Sie plädierte klar gegen Auslandseinsätze, wusste aber nicht, wie viele und wo die gerade sind. Zuvor hatte sie versehentlich in ihrer schwungvollen Parteitagsrede die Union aus der Bundesrepublik, aus der Bundesregierung vertreiben wollen. Kollegin Wissler kreist schon länger um dieses Thema Machtperspektive. Das ist immerhin die richtige Theorie zur falschen Realität. 2005 und 2013 hatten R2G im Bund eine Mehrheit, die sie aber verschmähten. Nun haben sie keine und die wollen sie nutzen. Das linke Lager zerfällt ja gerne in Sekten. Koalitionsfähigkeit und ein konkreter Machtvorschlag sind da fast schon untypisch gute Zeichen. Das neue SPD-Wahlprogramm. Bürgergeld statt Hartz und Respekt als Dreh- und Angelpunkt, sagt Chefin Esken. Haut sie das vom Hocker? Das SPD-Programm trägt die Unterschrift von Esken, Novabo und Schulz, die Handschrift einer Werbeagentur und die Überschrift Sammeln Sie Punkte, wäre ganz gut gewesen. Die SPD ist gegen Hartz, war immer schon die Friedenspartei. Neulich war Klimawandel bekämpfen Thema Nummer eins. Und mit dem Kernbegriff Respekt werden Widersprüche von Identitätspolitik bis soziale Frage in die Ausschüsse verwiesen. Die SPD hat für jeden Quatsch eine Lösung. Das ist Fluch des langen Regierens und das macht sie ja auch zu diesem unverzichtbaren Machtklempner im grauen Kittel. Für Leute, die zwischen emotionaler Begeisterung und kühler Politik unterscheiden können, auf jeden Fall ein interessantes Angebot gegen Begeisterung. Die MdB Nüßlein und Löbel bereicherten sich und nach einem Millionendeal mit einem CDU-nahen Familienunternehmen steht Minister Spahn erneut in der Kritik. Was ist da los bei der Union? Ja, Spahn hatte angekündigt, dass man im Herbst einander vieles verzeihen müsse. Da war noch nicht raus, dass es sich möglicherweise um den Herbst seiner Karriere handeln könnte. Sein Haus lancierte einen lukrativen Auftrag ohne Ausschreibung an eine Firma von CDU-Kumpels in seinem Wahlkreis, Spahns Wahlkreis im Münsterland. Schlimmer sind Nüßlein und Löbel, nach allem, was man jetzt weiß, die für so etwas dann auch noch schmerzlos die Hand aufgehalten haben. Grobe Fouls sind schlimm, noch schlimmer ist es, sich erwischen zu lassen. Das ist dumm. Nüßlein und Löbel fallen also langfristig für den FC Bayern aus. Damit die Grünen bei der Europawahl glänzen, musste der Hambi fallen. Diesmal gewinnt die Union den Ökos die Wahl in Baden-Württemberg. Die Öffnungsperspektiven. Inzidenz wieder 50 statt 35, womöglich aber auch 100. Dann aber vielleicht Notbremse ab 100. Jedenfalls Buchhandlung, Gartenmarkt. Ein neuer Grad der Verwirrung oder vernünftige Differenzierung? Ja, dieses wohlfeile Draufhauen, Bashing gegen diese krude Schwafeltafel, das hat mich barmen lassen. Bei Licht sind es ein paar behutsame Lockerungen und ein Haufen Luftbuchungen im Konjunktiv. Das ist ein typisches Produkt von Politik, vielerorts aber sofort als politisches Versagen geschmäht. Und da weht so ein polarer Hauch von Antidemokratie mit und den mag ich nicht. Endlich kommen jetzt doch die Corona-Schnelltests für zu Hause. Die bringen nur etwas, wenn sie auch korrekt durchgeführt werden. Trauen Sie das der Bevölkerung zu? Nee, wir pinkeln ja auch beim Schwangerschaftstest immer daneben. Es ist ein bisschen Gewürge, sich diesen Wattestab durch die Nase bis innen an den Hinterkopf zu schieben. Aber da werden sich bald in der Familie, im Freundeskreis, im Betrieb talentierte Top-Tester herausstellen, vor denen sich lange Schlangen bilden. Und was machen die Borussen? Ja, die Borussen, der BVB schlecht, Bayern, weil der Schiedsrichter konsequent Fouls an Holland und Can ahndet und pfeift. Das war ein mutiger Mann.